Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten kleinen Testvideo hier. Ich möchte euch heute vorstellen, warum und welches Handy ich mir im Endeffekt vor einem Monat dann geholt habe. Zuvor hatte ich dieses schöne iPhone 6, das habe ich getauscht gegen das Samsung Galaxy S7 Edge. Und warum ich mit diesem unzufrieden war und mit diesem deutlich glücklicher bin, das erkläre ich euch jetzt. Wie bin ich an die ganze Sache rangegangen, um zu eruieren, welches das beste Handy für mich persönlich ist? Zuerst bin ich auf die Seite chip.de gegangen, weil ich da immer sehr, sehr gute Testberichte finde und immer gute Rankings über all die Jahre, egal ob Fernseher oder was, da gucke ich meistens immer zuerst nach. Dann habe ich mir die technischen Daten der einzelnen Handys, die für mich in die nähere Auswahl gekommen sind, mir angeschaut. Einmal das iPhone 7, das Galaxy S7 und S7 Edge. Und das OnePlus 3, das habe ich mir auch noch ausgesucht als Favoriten. Da bei den technischen Daten für mich persönlich keins so deutlich hervorgestochen ist, die Kameras waren ähnlich, die Leistung ist ähnlich, Akku ist ähnlich, alles war relativ ähnlich und auch besondere Features konnte keins von denen mir geben, habe ich ganz schlichtweg und ergreifend einfach eine Excel-Tabelle gemacht und mich informiert, wie ich das Ganze denn bezahle, weil so Handys sind heutzutage ja ein kleines Vermögen wert. Das heißt, ich habe einmal mit Vertrag geguckt, wie das Handy ohne Vertrag, wenn ich selber kaufen würde, kostet. Und kam im Endeffekt darauf, dass das Galaxy S7 für mich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Weil wenn ich das S7 Edge dann auch noch mit einem iPhone Plus vergleichen würde, was man ja von der Größe her tun müsste und von dem, was es eigentlich so kann, sind da einfach Welten zwischen, liegen da 300 Euro zwischen und dann hatte Samsung auch noch eine Aktion, wo 100 Euro das Ganze einfach mal günstiger ist, die Galaxy S7 Reihe, egal ob Edge oder normal, und dann habe ich direkt zugeschlagen. Das ist das iPhone 6, das ist ungefähr 2 Jahre alt und mit dem neuen iOS 10 ist es auf jeden Fall besser. Die Handhabung ist auf jeden Fall noch komfortabler, aber ich war mit der Speicherkapazität einfach super unzufrieden. Ich habe kaum Speicherplatz für Fotos, Videos oder Spiele ähnliches. Ich habe nur Hearthstone, irgendwie noch Pokémon Go, WoW, WhatsApp schickt man sicher auch ganz viele Fotos und Videos. Und das, was man an Standardfotos so eh noch drauf hat. Und dann ist es voll. Das iPhone 6 war ein bisschen rutschig in der Hand, deshalb ist es mir ein paar Mal runtergefallen, als ich keine Schutzhülle drum hatte am Anfang, deshalb auch schon das zweite Display drin. Aber an sich ein sehr, sehr schönes Handy. Früher sehr gute Performance, kratzeranfällig, aber sonst sehr solide. Das ist das Galaxy S7 Edge mit einem 5,5 Zoll Display und damit eine Ecke größer als das iPhone 6 mit 4,7 Zoll. Den Unterschied merkt man, auch in der Hand. Man kommt nicht easy oben in die Ecken, erreicht alles nicht mit einer Hand. Mit zwei Händen wahrscheinlich viel besser zu bedienen, aber an sich gefällt mir das Design sehr gut. Es ist nicht so schwer, es ist nicht sehr klobig. Man kann es trotzdem super in der Hand halten und an sich sehr gut verarbeitet. Die Rundung an den Kanten sieht man, das ist die Edge-Variante, die diese Version ganz speziell hat, wo man zusätzlich noch Bedienelemente an den Seiten hat. Mein Erfahrungsbericht dann nach einem Monat jetzt seht ihr dann jetzt und ich zeige euch ein paar Features, die mir gefallen und ein paar Dinge, die mir im Vergleich zum iPhone 6 nicht so gut gefallen. Die Individualität bei dem Handy gefällt mir sehr gut. Android bietet da sehr viele Möglichkeiten, da kann man alles anpassen. Man kann sich WhatsApp und Posteingänge reinziehen. Das Ganze geht über die Widgets, wo man sehr, sehr viele Möglichkeiten zum Gestalten und individuellen Einstellen machen kann und das ist wirklich gut. Ich kann mir verschiedene Themes noch runterladen, die das Handy noch customizen. Und ein bestimmtes Design noch dem Ganzen geben, die Standard-Icons ändern, den Startscreen noch teilweise animiert machen und den Hintergrund und alles aufeinander abstimmen, das kann man sich kaufen und das ist eigentlich sehr geil und sieht auch noch irgendwie cool aus und ist ein cooles Feature, was ich im Vergleich zum iOS deutlich besser finde. Das ist die Edge-Funktion, dort kann man sich Favoriten reinlegen, man zieht das einfach von der Seite, kann sich schnell Kontakte reinlegen, sich seine Aktien noch reinlegen oder seine
aktuellen Sportnews seiner Lieblingsvereine ziehen. Das Ganze ist eine coole Idee, aber eigentlich braucht man es im Alltag viel zu selten. Ein weiterer Unterschied zum iPhone ist, dass man eine Zurücktaste hat. Man braucht nicht umständlich an die Seite zu wischen wie beim iPhone oder kommt gar nicht erst oben dran an den Pfeil, um zurückzugehen. Das kann man bei Android einfach super unten auf die Zurücktaste gehen. Weiterhin hat man einen Taskmanager auf einer eigenen Taste, also man braucht nicht doppelt wie beim iPhone auf den Homebutton zu gehen, sondern einfach unten links hin. Die Hauptkamera kann mit 12 Megapixeln sehr, sehr stark überzeugen und die Frontkamera ist mit 5 Megapixel solide. Wie man sieht, das Handy macht super Bilder und auch die ganzen Bilder aus New Orleans oder von Transformers war von der Kamera und die ist wirklich awesome, hat teilweise sogar eine gewisse Unschärfe, die sie erzeugt und ist im Vergleich zum iPhone 7 Plus auch sehr stark. Das Galaxy S7 Edge hat einen 32 GB großen internen Speicher und mit Hilfe von MicroSD-Karten kann man bis zu 200 GB extern erweitern, also über eine externe Karte, womit man so viele Filme gucken möchte, Spiele spielen kann und Fotos machen kann, wie man nur möchte und das ist echt geil, vor allem für mich. Hier habe ich noch zwei Ladegeräte, einmal das Standard-Ladegerät und einmal das Fast-Charge-Ladegerät. Bei dem iPhone kann man nur standardmäßig laden, wo es ungefähr 6 Stunden gedauert hat. Beim Galaxy S7 ist es viel schneller und man kann auch dieses Gerät benutzen, wo man induktiv das Ganze lädt und das Handy einfach drauf lädt. Und das Handy erkennt es sofort und gibt ein visuelles Feedback, zeigt einem dann auch noch an, wie lange das Ganze dauert, bis es voll aufgeladen ist. Dort sieht man 3 Stunden 15 Minuten dauert das Ganze jetzt über induktiv und wir schauen mal, wie lange es jetzt übers Kabel dauert. Wenn ich das Handy an den Fast Charge Adapter anschließe mit einem normalen USB-Kabel, dann dauert der Ladevorgang bei gleicher Ladung 1 Stunde 30, das heißt fast 90% werden in 1 Stunde 30 geladen. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass der Home-Button nicht immer so gut funktioniert und irgendwann den PIN eingeben muss. Und das passiert nicht immer, aber das war beim iPhone auf jeden Fall besser. Was natürlich noch ein großer Unterschied zum iOS ist, ist, dass man so viel Individualität reinbringen kann. Man kann sehr lange einrichten und wie gesagt, ich habe fast den ganzen Tag dafür gebraucht, alles so einzustellen, wie ich das gerne hätte. Und natürlich die Widgets muss man sich auch noch mit beschäftigen, die Größe und alles will man einstellen, aber will man das? Manche Leute nicht. Ich finde es cool, aber ich kann auch verstehen, dass andere Leute eher auf das iOS zurückgreifen. Weiterhin gibt es noch eine LED oben in der Ecke, die einem anzeigt, jetzt zum Beispiel hier rot ist der Akku leer, dann brauche ich aber nicht auf das Display gucken. Wenn ich zum Beispiel eine Nachricht habe, dann blinkt das grün bei WhatsApp und auch blau, je nachdem ob Gruppe oder was. Und beim iPhone musste man immer auf das Display gucken. Weiterhin sehr praktisch, was den Umstieg vom iPhone auf das Samsung einfacher gemacht hat, ist, dass der kleine Adapter dabei war, den ich in das Handy reinstecke unten und mit einem USB-Kabel an das iPhone anschließe. Das heißt, man hat alle Fotos, alle Kontaktdaten, alle SMS und Nachrichten, Anrufe, alles einfach drüben, Fotos. Und das war sehr praktisch und hat mir den Umstieg sehr, sehr einfach gemacht. Genug gelabert, kommen wir zum Ende. Ich hoffe, euch hat mein erster Testbericht hier gefallen, ein bisschen euch helfen konnte, auch bei der Entscheidungsfindung, falls ihr aktuell ein Handy sucht. Ja, ich werde jetzt mit Sammy wieder ein paar lustige Videos machen und Fotos kann ich auch endlich machen, bis zum Abwinken, weil der Speicher einfach reicht und die Qualität einfach stimmt. Ich hoffe, euch hat die Qualität von diesem Video auch gefallen, in 4K das erste Mal hier für euch. Und wenn euch das ganze Video, der Aufwand dahinter und alles gefallen hat, gebt dem Ganzen gerne einen Daumen hoch. Ich würde mich super freuen und bis zum nächsten Mal. Euer Sepp.